So, hier sehen wir unser Haus, also das von uns und meiner Gruppe im Bauhausstil. Das erkennt man einfach daran, weil sehr viel Glas benutzt wurde und es mehr oder weniger in einer Würfelform gebaut wurde. Direkt am Anfang sieht man schon eine Hausnummer und die Klingel. Und wenn man schon in das Haus reinkommt, sieht man direkt, wenn man rechts guckt, die Abstellkammer plus Kleiderhaken, wenn man halt zum Beispiel nasse Sachen hat oder auch so einfach mal sein Mantel, Jacke dranhängen kann. Direkt hier links, wenn man von Eingang guckt, hat man Wohnzimmer plus die Küche etwas weiter hinten. Hier zum Beispiel ist das dann einfach mal zum Essen, falls man nicht gerade in der Küche im Stehen essen will. Und hier kann man halt mit dem Kühlschrank Zutaten zubereiten und den Herd plus Abzugshaube. Wenn man dann wieder im Flur ist und nach links guckt, beziehungsweise nach links geht, ist man im Bad. Mit Dusche, Toilette, Spiegel plus Waschbecken und eine Badewanne. Wenn man nun wieder im Flur ist und rechts geht, kommt man nach draußen zu den ganzen Tieren, Gärten und den Hühnern da hinten. Plus Pool haben wir ein bisschen so Strand gemacht, damit es einfach natürlicher durchkommt. Plus kleine Terrasse zum Hinsetzen, wenn man draußen lesen will. Wenn man nun wieder reingeht, sieht man eine Treppe, in die wir jetzt hochgehen. Wenn man nun oben angekommen ist, sieht man direkt links geradeaus eine Tür, und zwar ist das das Kinderzimmer. Das haben wir möglichst bunt geschaltet, so gut wir es hingekriegt haben. Natürlich halt für jedes Kind ein Doppelbett, damit es einfach größer ist. Plus Sitzecke und die Kisten, da sind dann die Spielsachen drin. Wenn man nun wieder rausgeht und dann in diesem Raum geht, ist man im Schlafzimmer der Eltern. Die haben natürlich ein größeres Bett als die Kinder, weil sie halt nun größer sind. Hier nochmal eine schöne Blume. Wenn man nun diese Treppe hochgeht, kommt man zur Dachterrasse, die schön grün gehalten worden ist. Einfach für die Entspannung, wenn man einen harten Tag hatte. Oder einfach so zum Entspannen. Ja, das war es dann auch von unserem Bauhausstil.